Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Trader Gang, bei Geld verdienen im Internet mit Trading, mit binären Optionen, mit Forex, mit Krypto und mehr. Heute ein kleines Sonntagsvideo und zwar mit einem Signalgeber, der sehr gut abgeschlossen hat in den letzten Videos auch, den wir automatisch traden mit der Software MX2 Trading, aber mit einer anderen Martingale-Strategie, Setz-Strategie, mit einer anderen Trading-Strategie für die Signale, sagen wir es mal so. Der kleine Hintergrund, also mal den Hintergrund aufzuhebeln, wir traden ja immer Live-Sessions mit unseren Trader-Gang-Mitgliedern. Wie ihr wisst, Montag, normalerweise Montag, Mittwoch und Freitag um jetzt 19 Uhr, da die Zeitumstellung ist, 19 Uhr. Und in dieser Session hat der Benny, Gruß geht raus an dich und ich, öfters immer mal angesprochen, was wir versuchen wollen, und zwar eine Strategie, dass wir, wenn wir zum Beispiel jetzt 100 setzen, dass wir dann den Einsatz plus den Gewinn immer in 4 Schritte erhöhen. Bedeutet, diese Strategie heißt Sorogale. Sorogale wie der Soros, der Börsenguru Heini Soros, der da viel Kohle an der Börse gemacht hat. Nachdem ist diese Strategie, ich sage immer Setzstrategie, ist nach dem benannt. Ihr wisst, es gibt Martingale, es gibt aber auch Sorosgale. Und da wir uns in der Gruppe heute mal durchgesprochen haben, dass wir uns mal erkundigen, wie diese Strategie genau funktioniert, wo sie herkommt, habe ich mir gedacht, mache ich das Video und lass mal das Video laufen. Also wie gesagt, die Strategie ist ganz einfach. Ihr sagt, dass wenn ihr einen Trade gewinnt, dann immer gleich auch den Betrag nehmt, erhöht im nächsten Trade den Gewinn vom letzten Trade mit in den zweiten Trade reinpackt. Also können wir hier ganz gut sehen, hier habe ich 100 gesetzt. Ich mache mal einen Screenshot. Ich habe hier setzen lassen. Wir tun natürlich das automatisch traden. Diese Software MX2, wo wir wirklich eigentlich jetzt die spezialisierte Gruppe in ganz Deutschland sind. Ich würde sagen auf der ganzen Welt, weil es gibt so eine Gruppe nicht wirklich, wo spezialisiert auf MX2 ist, auf das Auto-Traden von binären Optionen mit MX2 sind wir eigentlich weltweit die Gruppe Nummer 1. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, ich habe hier gesagt, ich möchte 100 als Start-Trade nehmen. 100 als Start-Trade, $100. Möchte Take-Profit, also bei Take-Profit 500, möchte ich, dass er automatisch aufhört. Wenn ich 500 plus habe, dass er automatisch aufhört. Stop-Loss ist bei 1000. Stop-Loss habe ich gesagt, wenn er 1000 verloren hat, soll er automatisch aufhören. 1000. So. Jetzt hat er mir hier gesetzt, schau mal, den ersten 100 verloren. Zweiten 100 verloren. Also es ist kein Martingale im Spiel. Den zweiten Trade verloren, 100 verloren. Sind wir schon minus 200. Dann dritten verloren, minus 300. Bedenkt, ich habe gesagt, hier minus 1000 maximal soll er automatisch aufhören. Jetzt hat er im vierten Trade angefangen, den vierten Trade zu gewinnen. Ich habe 100 gesetzt, sehen wir hier, 100 gesetzt, 92 plus bekommen. Also bei Sorogale setzt er im zweiten Trade dann die 192, also den Gewinn mit den 100 Einsatz plus den Gewinn. Hat dann 192 im zweiten Trade gesetzt, 132 plus gemacht. So, jetzt kommen wir hier die 192 plus die 132 bedeutet, also die 192 einsetzen plus den Gewinn, die 132, bedeutet, wir setzen als nächstes ein 324. Gewinn war 298. Jetzt im dritten Step Sorosgale, habe ich gesagt, das wieder zusammengerechnet hier, 324 plus 298 ergibt 623 Einstieg und hat ihn auch gewonnen. Wir sehen 573 und somit bin ich auf einen Profit gekommen von 796. 796, erinnert euch, ich habe gesagt, bei einem Take-Profit von $500 soll er automatisch aufhören. Und wir haben hier einen Profit von 796 durch dieses Sorogale. Das Sorogale ist einfach, er muss hintereinander
Trades gewinnt, wo ihr dann immer wieder den Einsatz vom vorherigen mit reinpusht. Das ist alles. Und ich habe hier 3 gesagt, werde im nächsten aber sagen 2, denn ich hatte gedacht, er rechnet den ersten Trade hier mit. Den hat er nicht mitgerechnet, sondern dann erst angefangen, Schritt 1 hier, Schritt 2 hier und Schritt 3 hier. Das waren also nötig 4 Trades in Folge zu gewinnen. Und dann bin ich auf den Betrag gekommen. Wie gesagt, beim nächsten Mal mache ich 2 Schritte. Also Soros 2, dann weiß ich, erster muss Gewinn sein und hier sind noch 2 Schritte. So, ja. Aber ihr seht, es ist wirklich eine feine Strategie. Ich bin hier maximal minus 300 gegangen, maximal minus 300 und am Ende eben eine schöne Serie, denn es gibt immer eine Serie, eine Plus-Serie. Eine schöne Plus-Serie hier von 4 Stück, wo ich auf 796 katapultiert bin. Und das, Leute, vollautomatisch. Also wirklich vollautomatisch. Wir können uns das jetzt hier mal angucken. Ich habe es aufgenommen. Schauen wir uns mal an, dieses Sorrow-Gale. Na, so. Wie gesagt, ich habe alles aufgenommen. Hier ist der erste Trade. Ihr seht, das ist wirklich vollautomatisch. Wie ihr euch das einstellt, vollautomatisch, das zeigen wir euch in der Trader-Gang kostenlos und auch die Signale hier, die bekommt ihr kostenlos von uns in unserer Trader-Gang-Gruppe. Wie ihr in die Trader-Gang-Gruppe kommt, erkläre ich euch am Ende des Videos. Also bleibt dran. Wir sehen hier, erster Trade war verloren, wie wir schon gesehen haben. Das war ein 5-Minuten-Trade. Hier, das war ein 2-Minuten-Trade, der nächste, der verloren war. Euro-Pfund verloren. Wir sehen, ich bin minus 200. Hab gesagt, maximal minus 1000 darf ich gehen. Und hier ist Trade 3 draußen. Sehen wir, minus 300. Jetzt fängt er allerdings an, den ersten Trade zu gewinnen, wie wir vorher gesehen haben, wie ich euch gezeigt habe. Hier, erster Trade gewonnen, 92. 100 eingesetzt, 92 Gewinn, macht 192. Hier sehen wir, 192 Gewinn und Einsatz wieder rein, gewonnen. Hier sehen wir wieder, Gewinn und Einsatz vom letzten Trade wieder rein, macht 324 und Gewinn. Jetzt habe ich hier schon, also wirklich, 3 hintereinander gewonnen. 3 hintereinander und die Serien gibt es immer. Die gibt es immer. 3 Serien hintereinander gewonnen, jetzt kommt die vierte. Die vierte ist jetzt wieder hier der Einsatz plus der Gewinn. Einsatz plus Gewinn vom letzten Trade. Und ja, schauen wir uns den vierten an. Und der war, wie lange war der? Noch 1 Minute und ein paar zerquetschte. Der war ein dicker Gewinn auch. Und durch den letzten jetzt, also dieser Vierer-Serie, habe ich einen Plus generiert von, einen Plus generiert von 796. Also ich glaube, die Strategie gefällt mir richtig gut. Denn hier habe ich 10-mal die Chance, wenn ich minus 1000 sage, maximal 10-mal die Chance habe ich, dass er die Vierer-Serie schafft. Wie gesagt, ich mache jetzt beim nächsten Test mache ich nur 2. Also ich sage Soros Global, dass er nur 2 macht, denn er rechnet den ersten wohl nicht mit bei Soros. Somit muss er im nächsten Test, sage ich, einfach nur 3 Trades hintereinander gewinnen. Und diese Serie ist immer drin. Ihr habt 10 Chancen dann, wirklich, dass er 3 gewinnt. Ich werde es testen, also es ist eine sehr, sehr geile Strategie. Natürlich braucht ihr auch die richtigen Signale, das ist ganz klar. Mit Kacksignalen könnt ihr natürlich nicht hier Soros machen. Dann verliert ihr. Wenn ihr die richtigen Signale habt, dann haut es hin. Wir können sehen hier, bei mir hat es hingehauen. Und ja, was sind die Einstellungen? Die Einstellungen, kommen wir mal zu den Einstellungen. Ich habe hier gesagt, wie gesagt, Take Profit, sehen wir hier. Take Profit 500, soll er automatisch aufhören. Oh, Stop Loss hatte ich gar nicht eingegeben. Mache ich mal hier 1000 fürs nächste Mal. 1000. Und beim Management habe ich hier eingegeben, Soros Global, sehen wir hier, den Betrag 100 pro Trade und 3 Soros soll er machen und immer ums Doppelte erhöhen. Also 3 Soros, ich werde 2 beim nächsten Mal sagen und mache einfach Safe. Ja, dann gehe ich hier noch zu die Signale, habe hier den RUT-Signale genommen für heute. Die Red-Signale und ja, was dabei rausgekommen ist, sehen wir hier. Mega, mega geil, also wirklich ein nicer Gewinn mit diesem Soros. Soros-Gale ist, gefällt mir. Mache ich das nächste Video wieder und wir sehen, ich habe jetzt mal auf 2 gestellt. Also weil 3 musst du 4 in der Reihe gewinnen
und bei 2 Sorrowgale musst du nur 3 in Reihe gewinnen. Das schauen wir uns an im nächsten Video. Ja, wie kriegst du jetzt die Signale, wie kriegst du die Einstellungen, wie kommst du in die Trader-Gang, wie kannst du auch mit uns live traden? Dieses Zeug zum Beispiel. Ganz einfach, unterhalb des Videos in der Beschreibung findest du einen Link von Pocket Option, dem Broker, den ich hier nutze. Und über den musst du ein Konto eröffnen, über unseren Link, und mindestens $500 oder Euro einzahlen. Das Geld bleibt bei euch auf dem Konto. Wir kriegen nur immer, weil wir das über Volumen-Sharing machen, wenn ihr viel tradet, bekommen wir immer ein paar Cent von euch ab, von dem Trade. Immer wenn ihr einen Trade eröffnet, bekommen wir ein paar Cent vom Broker. Und ja, deshalb solltet ihr über uns abschließen, über unseren Link einzahlen, $500 oder Euro, und mir dann schreiben per WhatsApp eure ID. Eure Trader-ID findet ihr dann beim Broker unter Profil. Die schickt ihr mir per WhatsApp, sagt, hey, ich habe eingezahlt, über euch angemeldet, bitte mach mich frei, ich möchte auch diese geile Scheiße hier haben und automatisch laufen lassen. Das wäre es gewesen. Und schon seid ihr dabei. Dann würde ich sagen, happy trading, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Ein was noch, das vergesse ich immer. Wie könnt ihr mich bezahlen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Ich brauche einen Daumen nach oben auf YouTube, ein Kommentar und ein Abo. Das ist die Währung, wie ihr mich zahlen könnt. Daumen nach oben, Kommentar, abonnieren, Glocke drücken. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe den Sonntag noch erleben. Happy Trading, wir sehen uns im nächsten Live-Trading. Ja, ballabum, ballabang.